Sehr geehrte Damen und Herren, nochmals guten Abend für die, die dazugekommen sind. Ja, ich werde versuchen, in einer etwa halben Stunde die Ereignisse um den Februar 34 in Ebensee noch einmal Revue passieren zu lassen. Vieles ist ja schon an den Stationen anhand von Originaltexten erwähnt worden und erklärt worden. Was Sie hier aber dann auch noch sehen werden, sind viel, viel mehr Bilder. Ja, ich möchte starten mit diesem Panoramabild, Ebensee 1927. Ebensee war bedingt durch die, man kann durchaus sagen, Großindustrie, die Solbay-Werke, die Salinen und vor allem auch die Weberei und Spinnerei mit vielen Frauenarbeitsplätzen, eine traditionelle Arbeitergemeinde und natürlich eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Es gab eigentlich alle Vorfeldorganisationen, die die organisierte Arbeiterbewegung damals hatte. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Hier ein Bild eines ja, damals sehr traditionellen Mai-Aufmarsches oder der Verein Arbeiterheim unter unglaublich großen Mühen und Entbehrungen konnte das Arbeiterheim, dieses Haus, in dem wir uns jetzt befinden, damals am 12. November 1927 eröffnet werden. Dieses Datum war natürlich auch ein symbolisches, es ist zu 10, zum Jubiläum der Ausrufung der Republik, also nach 10 Jahren 1927, eröffnet worden. Oder hier ein Bild, ich glaube, das ist aus den 30er Jahren, des Arbeiterkonsumvereins. Sie wissen sicher, dass im Salzkammergut die ersten Arbeiterbildungs- und Arbeiterkonsumvereine ins Leben gerufen worden sind. In Ebensee der Arbeiterkonsumverein etwa 1868, gemeinsam mit Bad Goisern und Hallstatt, später dann, kurze Zeit später, 1869 auch Bad Ischl. Auf dem Bild sehen wir übrigens Josef Pilz, er ist in der vorderen Reihe der zweite von rechts. Das ist eigentlich der Begründer und erste Obmann des Arbeiterheimes. Oder eine andere Vorfeldorganisation, die Arbeiterradfahrer, die wir hier sehen am Eingang zur Marktgasse. Ein weiteres Bild der Arbeiterturnverein. Im Arbeiterturnverein waren auch Frauen, also man muss sagen Arbeiterinnen-Turnverein. Traditionell im Turnverein gab es auch, ich habe das mehrfach auch gefunden in der Literatur, weniger die Fußballspieler als die Handballspieler oder vor allem auch die Gewichtheber, die damals, das war damals sehr beliebt. Ja, Ebensee war seit 1918, also seit den ersten freien, gleichen, geheimen Wahlen, sozialdemokratisch regiert. Seit 1918 war Max Zieger, den wir heute ja schon mehrfach erwähnt gefunden haben, Bürgermeister, auch 1934 dann noch. Und ich möchte Ihnen vielleicht zur Orientierung das Stimmenverhältnis der letzten Gemeinderatswahlen, die fanden 1929 statt, in Ebensee vortragen. Die Sozialdemokraten hatten damals 2965 Stimmen, das waren 21 Mandate. Die Christlich-Soziale Partei 1886 Stimmen, das waren 13 Mandate. Und im Gemeinderat waren auch noch vertreten die Großdeutsche Partei mit einem Mandat und auch die NSDAP 1929 ebenfalls mit einem Mandat, das waren so in etwa 200 Stimmen. Ja, hier am Bild sehen wir den Republikanischen Schutzbund in Ebensee, ganz in der Mitte
der Schutzbund-Obmann Josef Neuhauser, er war auch Salinen-Betriebsratsobmann im Vordergrund. Das ist der Mann mit dem Schnauzbart. Der Schutzbund wurde österreichweit 1923 gegründet. Seine Aufgabe war im Prinzip eigentlich eine defensive Aufgabe, die Verteidigung der Arbeiterrechte, der Demokratie und die Verteidigung der Verfassung. In Ebensee wurde der Schutzbund auch 1923 schon gegründet. Ich habe noch ein weiteres Bild. Hier haben wir den Republikanischen Schutzbund im Vordergrund in Uniform, und dem Schutzbund waren damals angeschlossen die Wehrturner und Wehrturnerinnen. Es sind, wenn man genau schaut am Bild, rechts in der vorletzten, in der oberen Reihe auch einige Frauen vertreten. So, dieses Bild zeigt jetzt den politischen Widerpart, die Heimwehren hier in Gmunden 1929 bei einer Kreistagung. Die Heimwehren waren in Ebensee relativ schwach vertreten, zahlenmäßig eher schwach vertreten damals. Wir haben hier noch ein Bild, das ist aufgenommen in Bad Ischl im Jahr 1929. Wir haben ihn unverkennbar in der Mitte, Ernst Rüdiger Steinberg, der Heimwehr-Bundesführer. Und die Gründung der Heimwehr in Ebensee fand 1927 statt. Im Frühherbst 1927, wie allgemein eigentlich in Österreich, es sozusagen eine Art Heimwehr-Neugründung gegeben hatte, nach dem Schattendorf-Urteil und dem sogenannten Justizpalastbrand. Die Heimwehren hatten ein klar faschistisches Programm, das auch ja mehrfach proklamiert wurde, insbesondere im sogenannten Korneuburger Eid des Jahres 1930. Ich möchte nur einen einzigen Satz dieses Korneuburger Eids zitieren. Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Also weg von der Demokratie, weg von den Parteien. Und es ist vielleicht interessant, einer der späteren ÖVP-Kanzler, Ingenieur Julius Raab, hat damals auch 1930 diesen Eid geschworen. Lassen Sie mich jetzt noch ein wenig ausholen. Es ist draußen schon an den Stationen mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ja der Februar 1934 natürlich eine längere Vorgeschichte hatte. Zu erwähnen ist zum einen einmal die wirtschaftliche Krise. In Österreich erreichte die Wirtschaftskrise im Juni 1931 ihren Höhepunkt, und zwar mit dem Crash, mit dem Zusammenbruch der Kreditanstalt. Sie müssen sich vorstellen, damals hat der Staat, und das erinnert uns mit Sicherheit an einige Vorkommnisse vor einigen Jahren, der Staat hat damals die Staatshaftung über die Kreditanstalt übernommen, und der Verlust, der damalige Verlust der Kreditanstalt war rund 1 Milliarde Schilling. Das sagt uns jetzt noch nicht so viel, aber wenn Sie dem gegenüberstellen, der österreichische Staatshaushalt, also das Budget eines Jahres, war etwa 2 Millionen Schilling. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das für einen Staat bedeutet, der sich diese Schuldenlast aufbürdet. Es wurden vom Völkerbund Kredite aufgenommen, das war die sogenannte Lausanner Anleihe, und natürlich musste sich die Republik verpflichten, einen strengen Sparkurs durchzuführen. Natürlich hat zuerst die Regierung Seipel und dann die Regierung Dollfuß versucht, die
den Staatshaushalt auf zulasten natürlich der Arbeiterschaft zu sanieren. Und das Problem für diese Regierung war natürlich damals, dass die Sozialdemokratie eine sehr, sehr starke, mitgliederstarke Partei war. Sie war in der Ersten Republik immer die stimmenstärkste Partei, nur halt immer in der Opposition, weil es immer eine konservative Regierungsmehrheit gegeben hat aus verschiedenen Koalitionspartnern damals. Und natürlich auch die starken sozialdemokratischen Gewerkschaften. Gegen die waren sozusagen diese Kürzungen der Sozialmaßnahmen nicht so einfach im Parlament durchzubringen. Seipel hatte 1931 damals noch Otto Bauer vorgeschlagen, eine, und das wird Otto Bauer auch manchmal vorgeworfen, eine Koalition mit den Christlich-Sozialen einzugehen. Und Bauer hat damals abgelehnt, das war im Mai 1931, und der, ich zitiere ihn: "Es ist nicht Sache der Sozialisten, die Geschäfte des zusammenbrechenden Kapitalismus mit zu administrieren." Oder ein anderes Zitat: "Die Christlich-Sozialen sollen den Staat selber an die Wand fahren." Klarerweise hätte die Sozialdemokratie ihre Glaubwürdigkeit absolut verloren, hätte sie diese Maßnahmen gegen ihr eigenes Klientel mitbeschlossen. Es ist verständlich, warum Bauer sozusagen nicht eine Koalition mit den Christlich-Sozialen angestrebt hat. Obwohl ihm das auch von Norbert Leser und von vielen anderen zum Vorwurf gemacht worden ist. Es hätte damals eventuell eine Front gegen den Faschismus, christlich-soziale Sozialdemokraten gegen den Faschismus geben können. Das ist eine Hypothese, wir können es nicht verifizieren. Ja, Dollfuß, der seit 1932 Kanzler ist, Engelbert Dollfuß, nützt im März 1933 eine Parlamentskrise, und zwar mit Berechnung, und er verhindert, wie wir auch draußen schon gehört haben, das Zusammentreten, ein neuerliches Zusammentreten des Parlaments. Es war nichts anderes als ein kalter Putsch, um das Parlament ausschalten zu können. Es folgen unmittelbar autoritäre Maßnahmen, und vielleicht ist es sinnvoll, sich diese Maßnahmen jetzt doch zu merken in Anbetracht der späteren Diskussion. Das erste ist sofort ein Versammlungsverbot, die Pressezensur, Streikverbot, Verbot des Maiaufmarsches, das die Sozialdemokratie sehr stark getroffen hat. Wir haben draußen gehört, es hat 1933 einen losen Bummel von hunderten Leuten gegeben, weil ja ein organisierter Aufmarsch eben verboten war. Es wurde der Republikanische Schutzbund verboten, schon Ende März 1933. Übrigens wurde auch die Todesstrafe wieder eingeführt, und zwar auch für ein Delikt, das durchaus gegen die Sozialdemokratie sehr leicht hätte angewendet werden können, und zwar für boshafte Sachbeschädigung steht da drin. Boshafte Sachbeschädigung im Zuge natürlich von Demonstrationen hätte oder konnte es durchaus sehr leicht zu irgendwelchen Sachbeschädigungen kommen, und wie gesagt, das ist sicher eindeutig gegen den politischen Gegner gerichtet. Kollektivverträge wurden aufgelöst und aufgehoben. Und was unglaublich wichtig ist, sich das zu merken, etwas Ähnliches wird ja auch in Ungarn im Moment, oder wurde versucht, in Polen, und zwar die Schwächung und Aufhebung des Verfassungsgerichtshofs. Dollfuß hat den Verfassungsgerichtshof mehr oder weniger ausgeschaltet. Das heißt also, die Anrufung der Verfassung, der Verfassungsrichter war zahnlos, konnte man nicht mehr. Auch vielleicht interessant, die Arbeiterkammern ihnen wurde die Selbstverwaltung entzogen, und in den staatlichen Unternehmen wurden alle Betriebsräte abgesetzt. Das waren also die unmittelbaren Maßnahmen.
Daneben wurde auch noch die KPÖ verboten und auch die Nationalsozialisten, das natürlich zusätzlich. Und schließlich hat der damalige Heimwehr-Bundesführer, also Vorsteinberg, Emil Frey, hat die Kontrolle der sozialdemokratischen Landeshauptleute gefordert. Und zwar hat es in diesem Zusammenhang Wien betroffen, weil Karl Seitz war damals Bürgermeister von Wien und ein Landeshauptmann, und ihn hat man sozusagen unter staatliche Kontrolle stellen lassen. Das Gleiche hätte verwirklicht werden sollen für die Bürgermeister von Linz und für Steyr. Das waren also diese unmittelbaren Maßnahmen. Man kann sagen, das Verbot der Sozialdemokratie ist kurz bevorgestanden. Alle anderen Parteien waren ja schon im Wesentlichen verboten. Ja, ich komme jetzt zu diesem doch sehr interessanten Schriftstück. Es ist ja draußen zitiert worden, deswegen werde ich es nicht mehr machen, aber man konnte doch einige Tage vorher, das war am 10. Februar 1934, man konnte erahnen oder man konnte wissen, was passieren wird, oder man zumindest erahnen konnte man es. Warum hätte Max Zieger das sonst an den Landeshauptmann Schlegel geschickt? Er warnt vor einem Blutvergießen, nicht nur in Oberösterreich, in dem Fall halt für sein Bundesland. Ja, Schlegel hat damals natürlich nicht geantwortet, genauso wenig wie Schlegel am Morgen des 12. Februar auf Richard Bernaschek irgendwie er war nicht erreichbar für Richard Bernaschek, weil er hätte ihn ersucht, von den Waffensuchen in Linz abzusehen, aber Landeshauptmann Schlegel war nicht erreichbar, wobei man zu Schlegel sagen muss, er war ein gemäßigter christlich-sozialer, und er hat nach den Februarereignissen 1934 seine Funktion als Landeshauptmann zurückgelegt. Das sei also der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja, wir haben hier noch ein Foto von Max Zieger. Sie können hier auch lesen, er war nach 1945 dann noch einmal Bürgermeister von Ebensee. Man hat zurückgegriffen auf den letzten demokratisch gewählten Bürgermeister. Ja, die Kämpfe, oder eigentlich der Abwehrkampf, beginnt in Linz. Dieses Bild ist ja fast eine Bildikone, das Bild kennt nahezu jeder. Und nachdem also vom Aufstand der Arbeiter in Linz in Ebensee Notiz genommen wurde, wobei man dazu sagen muss, am 12. Februar in der Früh hat sich der Bahnhofsvorstand in Attnang-Buchheim gewundert, warum die Züge noch fahren. Es hätte nämlich eigentlich österreichweit der Generalstreik ausgerufen werden sollen. Aber die Sozialdemokratie war durchaus, ich will nicht sagen desorganisiert, aber sie war nicht auf diesen Aufstandsversuch Richard Bernaschecks in Linz, der eher zur radikaleren Fraktion gezählt hat, vorbereitet. Otto Bauer und einige andere haben in Wien doch immer versucht, auf verfassungsmäßigen Wege die Krise zu lösen, und haben um 9 Uhr Vormittag in Wien noch verhandelt, während in Linz schon längst geschossen worden ist. Ja, wie erwähnt, in Ebensee wird dann mittags am 12. Februar in allen Betrieben gestreikt. Das haben Sie auch draußen schon gehört. Das ist dieses Bild, das wir ja dort in der Nähe der Traunbrücke vor der alten Gemeinde schon gesehen haben. Am Abend des, übrigens an diesem Tag, werden schon mehrere Leute verhaftet, und zwar auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft, werden dann in der Nacht vom 12. auf 13. Februar, von Montag auf Dienstag, zum einen wird Bürgermeister Zieger abgesetzt, aber verhaftet werden der Salinenbetriebsrats Obmann Neuhauser, den wir hier auch am Bild haben. Er war später auch noch ich glaube 1948 dann noch einige Zeit Bürgermeister in Ebensee. Er wird verhaftet, und vor allem der Parteiobmann Fritz Hirnböck.
und der Schutzbund Obmann Heißl. Die werden also sofort verhaftet, weswegen der Schutzbund eine neue Führung bestimmen musste. Und das waren durchaus eher jüngere Leute, die weniger erfahren waren. Und einer von ihnen, von dem wir nachher noch hören werden, war eben Anton Nussbaum. Am Dienstag wird in Ebensee wieder gearbeitet. Das ist überall auf den Plakatwänden, auf den Litfaßsäulen, das Plakat über die Verhängung des Standrechts zu lesen. Wir haben draußen auch schon gehört, mit verschiedensten Maßnahmen, Ausgangssperren und Ähnliches wurde eben damals verhängt. Ein Großteil der Heimwehr und dann auch am Mittwoch dann das Schutzkorps verlassen Ebensee. Es kommt nämlich dann am Mittwoch wiederum zur Einstellung der Arbeit in allen Betrieben, und das ist jetzt das Bild der großen Arbeiterdemonstration vor dem Salinengebäude. Das ist in etwa dort, wo heute die Tankstelle ist, also vis-à-vis vom Gemeindeamt, dort nämlich dieses große Salinengebäude. An diesem Tag, das haben wir draußen ebenfalls gehört, wurde der Gendarmerieposten besetzt, die Gendarmen entwaffnet, Heimwehrführer, soweit sie noch da waren, ebenfalls entwaffnet, und das Postamt, der Bahnhof, wurden besetzt. Das heißt also, am Mittwoch war Ebensee in der Hand der Arbeiter und Arbeiterinnen. Ja, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ich glaube schon. Das ist dann die, weil eben das Telefon, die ganzen Telefonverbindungen auch die Züge noch funktioniert haben und die Züge und noch gefahren sind, das heißt, die ganze Infrastruktur hat im Wesentlichen funktioniert, konnten natürlich Telefondepeschen und Telegramme durchgegeben werden. Und in dieser Depesche wird natürlich maßlos übertrieben, wenn Sie hier lesen, Ebensee sei also von 1200 bewaffneten Schutzbündlern besetzt, dann ist natürlich das sehr, sehr stark übertrieben dargestellt. Denn ich konnte mit dem Josef Pilz, der auch draußen zitiert worden ist, einmal noch sprechen. Ich glaube, das war 1989 oder 1990, und er hat mir damals versichert, dass also die Bewaffnung des Schutzbundes absolut mangelhaft gewesen ist. Manche waren nicht in der Lage, mit Gewehren richtig umzugehen. Es war sehr, sehr wenig Munition vorhanden. Das heißt also, ein bewaffneter Widerstand wäre absolut chancenlos und sinnlos gewesen. Trotzdem erreicht eben die Depesche das Landesgendarmeriekommando in Linz, und dementsprechend werden natürlich auch dann von Polizei und von Heimwehr Vorbereitungen getroffen. Wir haben hier ein Bild auch von der Barrikade. Es wurde ja erwähnt, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen die Straße Richtung Traunkirchen, also Richtung Norden, mit Baumstämmen verbarrikadiert hatten. Manche, ich glaube, Josef Pilz hat damals auch erzählt, man hätte auch geplant, Steine von der Sonnsteinlehne, also von der Sonnsteinsüdseite, auf die Bahn sozusagen herunterkugeln zu lassen. Jedenfalls ist der Aufmarschplan von Heimwehr und von Bundesheer dann eben rasch abgeändert worden, auch aufgrund dieser Telefondepesche. Und Oberstleutnant Abad Kattauer und das Mühlviertler Heimwehrregiment und der Graf Peter Reverterer, sie legen die Anmarschroute von vornherein von Richtung Süden fest, das heißt über Selztal, Steinach-Hirdning, dann über Badersee und Bad Ischl kommend. Ja, ich zeige Ihnen jetzt dann einige Bilder. Es gibt sehr viele Bilder, die damals offensichtlich von autorisierten Fotografen der Regierung gemacht worden sind.
Jedenfalls am Donnerstag, das ist dann der 15. Februar, treffen eben Heimwehrtruppen und Bundesheer in Bad Ischl ein. Bad Kattauer sendet nach Ebensee wiederum ein Art Telegramm, in dem er einige sehr rigorose Bedingungen formuliert. Das heißt also, alle Schutzbündler müssten ihre Waffen abgeben. Wer noch mit einer Waffe angetroffen wird, wird rücksichtslos niedergeschossen. Und alle Betriebsräte müssten sich und auch der Schutzbund müssten sich stellen. An diesem Tag zieht sich der Schutzbund, das ist der Donnerstag, in den Ortsteil Rindbach zurück. Gegen Mittag trifft dann das Militär ein und dieses Mühlviertler Heimwehrregiment. Es werden, und deswegen zeige ich auch dieses Bild, es werden zwei Schüsse Richtung Almhausberg, also Richtung Rindbach, abgegeben, um sozusagen die Präsenz des Militärs eben darzustellen. Und anschließend stellen sich die Schutzbündler und sie werden, wie wir gehört haben, im Keller und den Garderoben der Bürgerschule, also der heutigen Hauptschule, eben festgesetzt. An diesem Tag, am Donnerstagnachmittag, wird der ganze Ort von Heimwehr und vom Militär besetzt. Ich zeige jetzt einige Bilder, da muss man nichts dazu sagen. Im Prinzip sind es natürlich herrschaftsproduzierte Fotos, ändern jedoch nichts an der Dramatik der Situation, die in Ebensee geherrscht hat. Ja, das ist direkt draußen dort, wo wir zuerst eben gestanden sind. Ebenfalls dasselbe Standort oder eben an der Traunbrücke, eben Heimwehr und Bundesheer eben ein auch hier haben wir dieses Bild, wo sie ein Maschinengewehr, ein automatisches Gewehr postieren. Oder Patrouillen in der heutigen Hauptstraße. Das ist dann Richtung Kohlstadt an der sogenannten Kaiserbrücke Richtung Feuerkugelseilbahn hinein. Oder dieses Bild, das ja auch als Plakat eben zu sehen war. Ja, und dann eben diese Bildikone. Wir haben vor einiger Zeit einmal versucht, Personen namentlich kenntlich zu machen. Es gibt einige, die bekannt sind. Es ist Josef Pilz, von dem wir das Interview damals auch draußen zitiert gehört haben, ist etwa im Zentrum mit so einer Mütze oder ganz links oben ein Semmelhofer war der Name. Also es gibt mehrere, die mir jetzt eben noch erinnere. Insgesamt waren es 26 Schutzbündler, die sich hier an der Turnsaalwand aufstellen mussten. Und es war tatsächlich so, dass fanatische Heimwehrmänner, in manchen Berichten wird auch von Frauen gesprochen, die verlangt haben, dass man sozusagen jeden zweiten herausschießt. Tatsächlich war es so, dass, und das wurde mehrfach in Aussagen bestätigt, dass es wirklich Josef Mittendorfer war, der Führer der Vaterländischen Front, später Nationalrat nach 1945, der sich für die Arbeiter eingesetzt hat, und er hat die Ansicht vertreten, in so einem kleinen Ort müssten doch die Menschen auch nachher noch miteinander reden können, und wenn jetzt jemand exekutiert wird, dann wäre wahrscheinlich jede Gesprächsbasis eben nicht mehr vorhanden. Bad Kattauer belässt es dann, und das ist das andere Bild, man kann es hier sehr, sehr
gut sehen. Das ist also die gegenüberliegende Seite, wie wir es auch draußen platziert haben. Links Oberstleutnant Kartauer. Er soll sinngemäß gesagt haben, da kein Blut geflossen sei, sehe er von rigorosen Maßnahmen ab. Er stimmt der Freilassung der Männer zu, die Anführer müssten sich jedoch vor einem Gericht verantworten. Und wie wir wissen und wie wir gehört haben, hat es ja zahlreiche Verhaftungen gegeben, die Höchststrafen waren, also bis zu einem Jahr Haft. Was für viele aber auch sehr, sehr schlimm war, waren die Entlassungen natürlich aus den Betrieben. Viele haben ihre Job, ihre Arbeit verloren. Ja, weil wir uns hier befinden in diesem Haus, das ist der Auflösungsbescheid des Vereins Arbeiterheim vom 8. Mai 1934. Sie können das hier sehr gut lesen. Übrigens vorher schon wurde von Heimwehren, von ebenso Heimwehrleuten, das Arbeiterheim geplündert. Und im September 1934 wurde dann auch die Arbeiterbibliothek nicht nur gesichtet, sondern ein Großteil, es dürften 800 Bücher gewesen sein, vernichtet und zwar im See versenkt. Es hat übrigens auch Bücherverbrennungen gegeben, das möchte ich hier anmerken, und zwar in Lenzing und in Dimmelkamm wurden hier eben von Heimwehrleuten und dann vor allem, das war ja auch staatlich bzw. staatlich angeordnet vom Studienrat Dr. Adalbert Depini aus Linz, der eben angeordnet hat, die Arbeiterbüchereien seien zu sichten. Wie die Vernichtung dann durchgeführt wurde, das war in den Orten unterschiedlich, von Verbrennen bis Versenken bis anderweitig vernichten. Denken Sie vielleicht daran, was ein Jahr vorher etwa oder eineinhalb Jahre vorher in Berlin passiert ist. Dort waren es die Nationalsozialisten, die Bücher verbrannt haben. Ein Jahr später, so etwa im September 1934, eben von rechtskonservativer Seite die Bücher eben vernichtet haben. Ja, eine Art Anklageschrift des Bezirksgerichts Bad Ischl. Die Anklage hier gegen Fritz Hirnböck, den Parteiobmann der Sozialdemokraten, datiert vom März 1934, 21. März. Die Anklage war Verdacht auf Hochverrat. Wir haben gehört, dass der Bürgermeister Max Zieger klarerweise abgesetzt worden ist. Es wurde kurzfristig ein neuer Bürgermeister eingesetzt und in Ebensee war noch einige Zeit lang ein Regierungskommissär, der hier die Geschäfte geführt hat. Das war Dr. Richard Stöger. Ja, wir haben kommen jetzt gleich zum Ende. Ich habe vor einiger Zeit einmal dieses Totenbeschau-Protokoll gefunden, natürlich gezielt danach gesucht. Und man kann hier eben sehr gut sehen, das einzige Opfer des Februaraufstands in Ebensee war Anton Nussbaumer. Er ist der Einzige, der also sich nicht stellt am Donnerstagnachmittag. Er bleibt eben im Rindbach zurück und erschießt sich, man kann es hier lesen, Selbstmord durch Erschießen, Suizidium, festgestellt von Dr. Rasper, kann man auch hier lesen, sein bekannter, ebenso ein Gemeindearzt. Ja, der Grund war offensichtlich Verzweiflung, er hat alle Schuld des Ganzen, was hier passiert ist, auf sich genommen und hat einfach keine Lösung mehr gesehen. Militär und Heimwehr bleiben noch einige Tage in Ebensee, sie ziehen dann ab, aber vor allem in den Betrieben fordern die Betriebsleiter noch Militärschutz an für die Betriebe, weil man eben die Betriebsleiter, die Direktoren fürchten, dass es möglicherweise noch einmal zu Streikaktionen und
zur Arbeitsniederlegung in den Firmen kommen könnte. Ja, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.